versuche ich, ein Whisper-Video zu machen. Auch wenn mein Mikrofon nicht das Beste ist, versuche ich wirklich mein Bestes. Ich habe auch die letzten paar Tage wirklich im Internet Mikrofone in meiner Nähe gesucht, die von Preis-Leistung zeige ich euch meinen neuesten Schatz, den ich gestern auf einem Flohmarkt gefunden habe. Ich sammle alte Kameras und zurzeit habe ich wirklich, ich muss es so sagen, ein Fetisch für Sofortbildkameras. Deswegen sagen. Und zwar ist das die Polaroid Supercolor 635. Ich bin kein großer Polaroid-Kenner, aber ich weiß, dass das eine Serie von eines Upgrades sozusagen von der Polaroid 600 ist. Es waren sehr viele Serien der genannten 600er Reihe auf dem Markt und ich glaube, dass das die erfolgreichste war. Sie hat ein modernes Design, auch für eine Kamera, die 1990 erschienen ist oder in diesem Dreh 1990 bis 2000. Es ist, wie gesagt, eine Sofortbildkamera. Ich zeige jetzt den Aufbau ein bisschen. Man sieht, hier hat sie einen kleinen Hebel, den man schiebt. Und dann öffnet sich der Filmkanal sozusagen. Und hier habe ich der Auslöser. Auf dieser Seite sieht man, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber das ist das Loch, wo man durchschaut. Und hier, ich nehme mal, ich hoffe, man sieht es, sieht man ein Loch, ein kleines Loch. Ich hoffe, es wird nicht laut.
das Loch, wo man reinguckt. Es hat ein Light Meter Programm, also ein Lichtmessungsprogramm. Hier haben wir also einen Schalter, den man, das heißt, es das Bild, wenn es ein dunkles Bild sein soll, oder besser gesagt, wenn die Umgebung dunkel ist, und auf die andere Seite, wenn die Umgebung sehr hell ist. Aber ich mache das dann wieder in die Mitte. So. Ich habe die wirklich für 3 Euro gekauft. Ich konnte wirklich nicht Nein sagen zu so einem Preis und so einer gut erhaltenen Kamera. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist, dass sie wirklich sehr schmutzig war. Ich habe die ein bisschen vom Staub befreit, weil ich wollte jetzt auf meinem Arbeitsplatz nicht eine Tonne Staub haben. Aber wir werden sie noch ein bisschen mit Pinseln putzen. Ich finde sie wirklich wunderschön. Man sieht, dass Instagram die Farben schon geklaut hat von einer Polaroid-Kamera. Sehr viele denken jetzt, ich bin ein, keine Ahnung, ein Hipster oder so, weil ich so eine Kamera zugelegt habe. Ich bin keiner. Ich sammle, wie gesagt, alte Kameras, weil ich Kunst studiere und sehr viel Fotografie auf meinem Studiengang habe. Also sehr viele Fächer, die mit Fotografie zu tun haben. Und deswegen brauche ich immer wirklich sehr viele Kameras, weil wir benutzen ausschließlich analoge Kameras. Das heißt, eine Kamera, die mit Film arbeitet und nicht mit digitalen Sensoren. Und deswegen kaufe ich mir ständig alte Kameras. Bei mir, wo ich wohne und lebe, sind solche Kameras sehr billig, weil die Leute es wirklich nicht wissen, was sie für Schätze in ihren Dachböden oder in Garagen haben. Aber egal. Jetzt putzen wir mal die Kamera. Machen sie wieder schön. Ich nehme diesen Pinsel, der ein bisschen größer ist. Ich hoffe, man wird es hören. Ich schiebe die Kamera ein bisschen näher. So. Ich will die nicht mit feuchten Tüchern putzen, weil ich habe wirklich Angst, dass die Feuchtigkeit in die Kamera eindringt und sie kaputt macht. Deswegen mache ich alles mit trockenen Pinseln und trockenen Tüchern. Mail, glaube ich.
benutzt, ist, die fängt den Staub sehr gut auf, weil sie diese Bürste elektrisch auflädt, elektrostatisch auflädt, man sieht es. Die benutze ich auf meinem Studium, wenn wir alte Artefakte putzen, die aus Metall oder habe ich vergessen. Man sieht. Jetzt nehme ich noch diesen. Das war's. Ich hoffe wirklich, dass euch meine Videos gefallen, auch wenn die Qualität jetzt nichts Besonderes ist. Ich bin erst Anfänger mit YouTube und mit Videos. Ich
Voraussetzung ist immer ein bisschen problematisch. Ich habe nicht so viel Platz, mein Mikrofon ist schlecht und ich nehme mit meinem iPad auf, aber ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen oder Wochen, eher Wochen, mir ein neues Mikrofon kaufen werde. Ich suche wirklich intensiv auch Gebrauchte, dass ich wirklich schneller ein Mikrofon mir zulegen kann und damit wirklich bessere Videos drehen kann. Ich hoffe wirklich, es gefällt euch und schreibt mir doch einen Kommentar. Subscribed auf Deutsch, abonniert, liked und kommentiert bitte meine Videos, dass ich weiß, dass euch meine Videos gefallen oder nicht gefallen, was ich verbessern kann oder auch gut tue. Das freut mich immer. Feedback ist immer willkommen, natürlich. Ich als Fotograf oder Künstler brauche immer Feedback, um zu wissen, ob das, was ich gemacht habe, gut oder schlecht ist. So. Ich wiederhole mich, glaube ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.